eigentlich nur zwei Weltanschauungsmodelle oder zwei Grundverhaltensweisen, nämlich mit der einzig entscheidenden Frage, warum das so ist, dass da ein selbstvermeintliches Existenzgefühl und Selbstreflexionsbewusstsein in die Welt geschmissen wird, obwohl es unweigerlich unvermeidbar ist, dass dieses wieder ausgelöscht wird, vollständig. Und die einen, die dann diese Angstpanik vor dem unlösbaren, unvermeidlichen, entsetzlichen dazu treibt, kurz davor nochmal entweder idealkritistische Illusionen, wie das doch zu vermeiden wäre, wie eine Ewigkeitspersistenz dieses Bewusstseins-Daseinsgefühls durch irgendwelche Formeln, Zauberformeln, lebensverlängernde Maßnahmen oder Phantasmen von dem eigentlichen Leben im Schattenreich des Monarchfalters sich erdenken, als selbstvergessene Trostfantasien, oder die anderen, die so tun, als könnte man den Tod anerkennen und sich mit der Tatsache abfinden, dass man diese Formel, dieses Rätsel niemals wird lösen während der kurzen Lebensspanne, wie es zu bewerkstelligen sei, dass ich irgendwie dieses mein Wertvollste, das Eigenste, nämlich das Einzige, was ich bin und habe, in der Selbstvorstellung zu bewahren müsste. Und die dann sagen, ach was soll's, dann lassen wir es, bevor wir in die Kiste springen, es doch richtig krachen und uns gut gehen und genießen die Augenblicklichkeitsimmanenz reihen. Alle Systeme richten sich an diesen beiden Grundpositionen aus. Diejenige der Philosophen des Ergehens ihrer Weltanschauungen wie Nietzsche oder die Stubenhocker im Elfenbeinturm, die dann ihre Rationalitäten oder anderen Phantasmen im Sitzen erhocken, obstipierterweise.